Kannst du noch ein bisschen... Hier, ich habe hier halt die Säule davor. Ja. Ein bisschen näher ran. Komm schon, trau dich. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, pflanz deinen strammen Körper. Oh, ja, genau. Warte, ich guck dich auch an. Ich finde das ehrlich gesagt creepy. Ja, als ob wir uns gleich auf die Fresse hauen. Warum hast du eigentlich ein Pferd auf dem Kopf? Was ist das denn für eine blöde Frage? Ich, allein aus Interesse. Weißt du, das ist eine blöde Frage. Das, was deine Community gestellt hat, sind gute Fragen. Was für eine Überleitung? Wurde euch gesponsert von überleitung24.de. Du hast deine Community gefragt. Ich bereue es auch kein bisschen. Ja, ich sehe das gerade. Das solltest du auch bereuen. Also, du hast eine tolle Community, aber... Sehr, sehr tolle Community. Nein, ich habe euch wirklich lieb, Leute. Also, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, dann habe ich euch sehr, sehr, sehr lieb. Wollen wir mal mit den ersten Fragen anfangen? Jo, Feuer frei. Gibt es manchmal Tage, an denen du weniger Lust hast, ein Video zu machen? Und wenn ja, machst du dann trotzdem welche? Überlegst du gerade, wie du das... Ich muss so kurz drüber nachdenken, was ich da am besten drauf wiedergebe. Ich habe so diesen Vibe von so einer Mathelehrerin, die fragt so, sagt mal, Kinder, gibt's eigentlich auch Tage, an denen ihr keine Lust habt auf eine Klassenarbeit? Sollten wir die dann trotzdem schreiben? Es gab immer die eine Person in der Klasse, die dann gesagt hat, ja klar, und alle haben... Es ist halt mit jeder Sache, glaube ich, so, dass du da jetzt nicht jeden Tag irgendwie, ach, Lust drauf würde ich nicht mal sagen. Ich mache es ja an sich gern, aber im Endeffekt, manchmal fühlt man sich einfach nicht irgendwie so energisch oder eloquent oder sowas. Und da versucht man das einfach irgendwie rauszubrezeln, hasst sich eine halbe Stunde selber und dann geht's halt doch irgendwie. Und dann freut man sich auf die ganzen FNAF-Kommentare. Ich glaube, egal, was man im Leben macht und so weiter, wie viel Spaß und Herzblut man da drin hat und so weiter, es gibt halt immer die Tage und Momente, wo man einfach mal keinen Bock hat. Ich glaube, das gehört einfach dazu. 100 pro. Sag mal, was für ein Lehrer wärst du geworden? Ich glaube, ich wäre der schlechteste Kunstlehrer der Welt geworden. Übrigens, ich glaube, ich hätte Sportlehrer genommen. Ich weiß, das sieht man mir nicht an. Aber der haarigste Sportlehrer der Welt, das so. Weißt du warum? Weil ich mich nicht hätte weiterbilden müssen. Boxsprung bleibt Boxsprung. Auch in 30 Jahren, das ist egal. Diverse Böcke wurden auf jeden Fall niedergerissen damals in meiner Schulzeit. Spring drüber. Drüber springen? Ach ja, so. Drüber springen. Ach so, nicht. Ich habe das falsch verstanden. Und ich bin drum rumgelaufen. Wann hattest du dein erstes Mal? Das ist gar nicht so lange her, wie die meisten glauben. Ich glaube, das war letztes Jahr im März, wo ich zum ersten Mal den Final Fantasy 14 Launcher gestartet habe. Und klar, Leute, beim ersten Mal tut's noch ein bisschen weh. Au. Damit das nicht passiert, streamen wir aktuell wieder regelmäßig Final Fantasy 14 auf meinem Twitch-Kanal. Wie heißt denn der? Wenn du also wissen willst, was das ist und das und das... Und sie hier. Carlo. Kommt gern vorbei. Unsere Gruppe hat auch einen Discord-Server, wo euch super nette Leute super gern helfen. Denkt daran, ich hab's auch geschafft. Okay, wen greife ich an? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht überhaupt. Klickt gern auf den Link in der Videobeschreibung und testet eins der beliebtesten MMORPGs weltweit. Da könnt ihr kostenlos das Hauptgame und die erste Erweiterung Heaven's Ward spielen. Das sind mehr als 100 Spielstunden for free. Oder 300 für selbst mit Wegfindungsstörung. Ouch, baby. Dafür auf jeden Fall meinen fetten Schmatzer an Square Enix. Ja, Lukas, damit wäre deine Frage ja auch komplett beantwortet. Weiter geht mit Stacksel. Schön auf jeden Fall, gerne weiter. Wie bist du auf die Idee gekommen, so lustige Intros zu machen? Also, I mean, wie kommst du auf die ganzen Ideen in deinen Videos? Das fragen mich legit so viele Leute. Ich weiß nicht, halt so allgemein diese Frage, wie kommst du darauf? Es ist halt so, keine Ahnung, soll ich jetzt so die Gehirnstruktur erkennen oder erwarten Leute, dass ich darauf antworte? Ja, das ist von sefintroideen.de. Ich glaube, ich bin halt einfach komplett durch und setze mich vor meinen PC, frage mich so, was für Geräusche kann ich jetzt mit meinem Mund erzeugen, schneide das irgendwie halbwegs sinnvoll oder auch nicht zusammen und dann kommt eben das bei raus, was auf meinem Channel bestaunen könnte. Ich erinnere mich an eine Situation, dass wir in der Lounge im Flughafen saßen, du irgendwie gefrühstückt hast, so ins Leere geblickt hast und ich dachte mir gerade so, du bist vielleicht gerade so ein bisschen abwesend. Oh Gott, was kommt jetzt? Und dann hast du mir einfach so eine Idee für ein Intro gedroppt und ich dachte, ich bin darauf nicht vorbereitet. Was soll ich da? Das war früh um 4 in Österreich, weil sonst waren wir nicht in der Flughafen-Lounge. Trinkst du deinen Kaffee, isst so dein, ich weiß nicht, was es war, irgendwas gefrühstückt und so weiter, guckst du in die Müsli-Bar, guckst mich so an und denkst so, das können wir doch mal so und so manches. Darüber haben wir nicht mal gesprochen, was willst du von mir? Wir haben gerade drüber gesprochen, dass die Leute uns hier alle nerven. Das war prä-Corona, nicht das, aber... Ja, manchmal sind es einfach die spontanen Hirnfurze, aber oft nehme ich auch Sachen rein, Artikel, die ich lese. Manchmal sehe ich das halt auch auf irgendwelchen Webseiten oder in anderen Videos und verarscht das dann halt ein bisschen, also auf Situationskomik so. Es ist nicht so eindeutig, je nachdem, was mir gerade so einfällt. Ich bin sehr gespannt auf diese Frage. Warst du früher gut in der Schule? Ich war der
absolut Beste. Die Schule zehrt jetzt noch vor meinen glorreichen Siegen in sämtlichen Olympiaden. Ach so, eine reale Antwort. Ja, auf die Fächer, die ich Bock hatte, da war ich relativ gut drin, sag ich mal. Welche waren denn das? Können wir die nächste Frage nehmen? Das ist unangenehm. Ja, klar. Was hältst du von Horrorgames? Horrorgames? Naja, schwieriges Thema auf meinem Kanal. Ehrlich gesagt, habe ich mal drüber nachgedacht, das anzufangen, aber nee. Ich glaube, das ist da deplatziert. Ich würde, glaube ich, erstmal kein Horrorgame spielen, muss ich sagen. Ich glaube auch, das kommt bei deiner Community nicht an. Als kleine Expertenmeinung, weißt du, ich würde mich darauf nicht konzentrieren. Das funktioniert nicht. Ja, ich habe letztens ein Spiel, wie hieß das? Five Dings at irgendwas. Vielleicht kannst du das ja mal ausprobieren. Nee, das kennt wieder keiner und dann klickt keiner drauf. Lass. Aber eine gute Folgefrage. Gab es ein Horrorgame, was dich richtig fertig gemacht hat? Oh, tatsächlich. Es gibt hier auch echte Antworten, ja? Ihr dürft nicht alles ernst nehmen, was ich sage. Manches schon. Eure Aufgabe besteht darin, herauszufinden, was ich ernst meine und was nicht. Nee, tatsächlich war es, glaube ich, mein erstes Horrorgame, was ich gespielt habe. Oh Wunder! Wo ich noch, seelisch mürbe war und nicht so viel Hornhaut drauf hatte wie jetzt, glaube ich. Und das war tatsächlich Cry of Fear. Es gab kein Game, auch nicht bisher, was einen so krass emotional runtergezogen hat wie das. Weil es ging auch viel so um Depressionen und die Musik und dieses komplette Bild von dem Spiel. Zusätzlich zu den wirklich widerlichen Scares. Die ganze Story baut darauf auf und das hat dich das Spiel spüren lassen in jeder einzelnen Sekunde. Das fand ich heftig. Also Cry of Fear ist das einzige Game, was ich irgendwie heute denke, nee, ich will es nicht mehr anfassen, weil damit versaue ich mir irgendwie den Tag. Weil es halt so gut ist, verstehst du? Ja, ja. Weil es so effizient ist. Das ist schon krass. Ich glaube, jeder hat so ein, der zumindest gerne die Games spielt. Jeder hat so ein Horrorgame, wo er sagt, das überlebe ich nicht, das nochmal zu spielen oder weiterzuspielen oder wie auch immer. Hast du so eine Urängste-Sache irgendwie? So eine kleinen, subtilen Dinge, die dich irgendwie komplett verunsichern? Also bei mir ist zum Beispiel Flüstern. Also wenn irgendwas mich von der Seite anhaucht oder flüstert, finde ich so eklig. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein typisches Horrorgame-Element ist in diesem Sinne, aber alles, was so mit Nadeln und Spritzen zu tun hat, das finde ich ganz schlimm. Das konnte ich auch bei manchen Horrorfilmen mir denn nicht antun. Also da konnte die mit einer Axt, die konnte wild durch die Gegend geworfen werden und die Leute konnten gekürzt werden. Alles cool. Ich konnte irgendeinen Horrorfilm gucken, den schlimmsten Horrorfilm, den du dir vorstellen kannst. Ich stehe den irgendwie durch und dann kommt im Anschluss eine Werbung für irgendwie Spritzen. Klar, wer kennt sie nicht? Die typischen Spritzenwerbung. Damals, die 90er waren ja voll davon. Dr. Spritz, Alter, Bein, puff, zack. Und lass uns mal Location wechseln. Was glaubst du, ist das hier für eine Flamme, dass die ewig brennt? Das ist die Flamme meiner Liebe zu dir. Oh. Tschüss. Boah, ist das schön hier. Zieht euch das mal rein. Weißt du, die Leute sind so begierig auf Urlaub, Alter. Zeigt denen einfach hier diese Wohngegend in Final Fantasy 14. Die wollen nie wieder raus. Shit, hier wohnen wir nicht. Aber man kann ja Träume haben. Das kann sich nur Minuten handeln. Warte, irgendwo hier wohnen wir doch. Verdammte Axt. Also wir können sonst notfalls auch porten, aber ich... Warte, ich wollte einfach nur schnell die Location. Ja, ich hab da noch ein bisschen... Ich bin nicht so gut. Hey. Ach so, porten wir uns dahin? Ja, weil das ist ja auch ein ewig langer Weg. Das also stimmt, nicht, dass ich nicht wüsste, wo ich lang muss, aber... Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Willkommen zu Hause. Home, Sweet Lada. Eine Zitrone bitte zum Mitnehmen. Die können nichts verkaufen. Die sind absolut... Die stehen da die rum. Die sehen auch aus, als würden sie mich eher zusammenschlagen wollen. Oh, man kann mir unter... Man kann... Das ist... Ich sollte... Wehe, irgendwer guckt mir unter den Rock. Ich finde euch. Und ich werde den Schimpfefinger heben. Was halten deine Familie und deine Freunde davon? Dass du eine solche Arbeit hast und sind sie stolz auf dich? Solche Arbeit? Was soll das heißen? Hallo? Wir sind hier auf einem seriösen Bildungschannel. Ich verbitte mir diese komischen, subtilen Fronts hier. Was ist ja wohl los? Ja, ganz im Ernst. Ich glaube, meine Familie, vielleicht insbesondere meine Mutter, konnte damit halt überhaupt nichts anfangen. Man hat mich halt echt gefragt, so, ob ich nicht was Richtiges arbeiten möchte oder so. Ja, Klassiker. Wir hatten diese Frage mit der Schule schon, ja. Ich bin quasi so gut gewesen, dass ich jetzt mit dem Zocken von Videogames mein Geld verdiene. Also davon mal abgesehen, ja. Wann hast du das deinen Eltern gesagt? Ja, bestimmt nicht, als der erste Euro irgendwie zufälligerweise reingeflogen ist. Mutti, ich bin jetzt Unternehmer. Der Hammer! Ja, keine Ahnung. Die Frage war ja nach dem Studium sowieso, was ich mache. Und da hat sich das ja so ein bisschen ergeben, dass ich das ja nebenberuflich machen kann. Von daher wussten meine Eltern schon ungefähr, was ich so irgendwie vorhabe. Ich glaube, die hätten nicht damit gerechnet, dass ich dann mal jetzt wirklich davon leben kann. Dass sich das so ergibt, dass ich auch irgendwie, dass es mir sehr gut geht damit und ich meine, das ist denen halt am wichtigsten und im Endeffekt sind die dann froh, dass ich das machen kann. Was meine Freunde angeht, gut, wir reden da ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber. Also ich glaube, es juckt die halt irgendwie doch gar nicht.
Das ist das, was ich bei meinem alten Freundeskreis liebe, ehrlich gesagt. Ja. Dass man halt nicht über den Job, die Arbeit und auch Leidenschaft und so weiter redet, sondern über ganz andere Themen. Und wenn wir zusammensitzen oder generell unter YouTuber oder Streaming-Kollegen, dann ist das doch immer Thema. Dann ist Streaming, YouTube und alles, ja, was drumherum, ist doch immer Thema. Und es ist so cool, mit Freunden dann da zu sitzen und über all das andere auf diesem Planeten zu sprechen oder einfach nur Trash-Talk zu betreiben, dass ich auch gar nicht das Interesse habe, ein solches Gespräch anzustoßen. So, hey, ich habe gestern gestreamt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das hat auch so ein bisschen so mentale Hygiene. Jo. Die wollen natürlich immer wissen, ey, wie es läuft. Und wenn ich sage, ey, alles cool, so, dann sind die halt auch glücklich, weil das denen natürlich dann auch irgendwie am Herzen liegt. So, es ist halt klar. Ich will halt auch selber nicht, dass das so irgendwie zentral ist, dass mich die Leute nur so einfältig sehen als... Ich bin halt jemand, der YouTube-Videos macht. Klar ist das ein Gesprächsthema, vor allem mit Leuten, die ich jetzt nicht so gut kenne oder nicht jeden Tag sehe, weil das ja schon irgendwie was Besonderes ist. Und ich rede da auch sehr gerne drüber, aber ich bin halt genauso froh, wenn das eben mal nicht so zentral ist, sag ich mal. Hattest du jemals eine unangenehme Begegnung mit einem Fan, also zum Beispiel, dass du gestalkt worden bist? Damit meint sie nicht mich. Mich meint sie nicht. Ich stalk dich nicht. Willst du nie. Hey Nico, was machst du da vor meinem Fenster? Ich guck deinen WhatsApp-Status an, aber von hier draußen. Nee, gestalkt tatsächlich oder sowas halt gar nicht. Also mal abgesehen von ein paar unangenehmen Nachrichten auf Instagram vor allem und Sachen auch, auf die ich irgendwie gerade nicht gerne eingehen möchte. Eher nicht so. Ich war mal mittags unterwegs, hab mir so einen Döner gegönnt, wollte wieder nach Hause gehen und da habe ich zwei, ich sag mal Kids, keine Ahnung, vielleicht 12 oder so, die vom Schulweg nach Hause waren. Du kennst es sicherlich auch, wenn Leute das versuchen, sehr unoffensichtlich zu machen, dass sie dich kennen und erkannt haben, aber einfach komplett reinscheißen damit. Nie funktioniert das. Dich halt übelst anstarren und übelst laut flüstern. Das ist der! Und das Ding ist, es ist in der Nähe von meiner Wohnung gewesen. Ich dann, ach, come on. Mein Döner wird kalt, Jungs. Ich dann einfach noch mal eine Runde gelaufen und die immer hinter mir her. So, und irgendwann hat die mich dann umgedreht und gesagt, ey, yo, ist halt kein Ding. So, wenn ihr mich was fragen wollt, wenn ihr fragen wollt, ob ich's bin oder wir irgendwie schnell ein Foto machen wollen oder so, ist gar kein Ding, quatsch mich gerne an. Habe ich gar kein Problem damit, finde ich cool so. Aber bitte nicht mehr nachlaufen, weil das ist voll unangenehm. Und ja, die haben es dann halt auch begriffen, also alles cool. Das ist, glaube ich, aber auch was man allgemein mal so droppen kann. Und ich weiß es auch. Ja? Da gab es noch einen Plot-Twist. Pass auf, die haben dann hinter der Ecke gewartet, wo ich halt reingehe und wussten halt, dass ich irgendwo in diesem Haus wohne. Und haben dann angefangen irgendwie, das ging aber nur eine Woche, so ein, zwei, dreimal irgendwie bei allen Nachbarn zu klingeln und nach jemandem mit roten Haaren zu fragen. Und alle meine Nachbarn, wie auch immer, haben es irgendwie gecheckt und meinten so, nee, wohnt hier nicht. Und irgendwann haben sie es dann so weit getrieben, dass sie von einer Nachbarin unten eine fette Ansage gekriegt haben und seitdem haben sie es nicht mehr gemacht. Sehr gut. Geil, Alter. Sehr, sehr gut. Ja, cool, wenn man auch solche Nachbarn hat, die ja, da ja, jetzt auch nicht gut drauf haben. Das hat mir auch voll leid, aber was soll ich da in dem Moment machen, weißt du? Wenn ihr irgendjemanden mal so in freier Wildbahn seht, den ihr kennt durch Streaming, YouTube, wie auch immer, kann ja auch Seth sein oder jemand anderes, ne? Am besten einfach direkt ansprechen, fragen, ob man vielleicht ein Foto machen kann oder nett grüßen, einfach nur und fertig. Und ich so, nein! 10 Euro. Es ist für mich jetzt übelst unangenehm, das zu sagen, aber ich glaube, dass manchen Leuten in dem Moment nicht so bewusst ist, dass man ja selber auch einfach nur ein normaler Mensch ist. Der sein Döner essen will. Das vielleicht in dem Moment unangenehm findet oder irgendwie seine Ruhe haben und vor allem Privatsphäre haben will. Jemand zu beobachten, wo er halt wohnt und dann zu klingeln halt. Ich weiß auch nicht, was sich die Leute da versprechen. Dass ich sage, yo Jungs, kommt rein, Alter, chill mal zusammen. Halt, das ist so komplett weltfremd. Es tut mir leid. Ja. Ich kenne halt die Leute nicht und so gern ich meine Community habe, das geht halt einfach zu weit. Wo findest du eigentlich diese kurzen Einspieler, die du ab und zu einblendest? Einige von denen habe ich noch gar nicht gekannt, bevor ich sie bei dir gesehen habe. Ja, ich glaube, einige davon haben auch gar nicht so ein krasses Meme-Potenzial. Also entweder ich sehe es bei anderen YouTubern, schneide mir das halt irgendwie raus oder es ist halt in dem Video, auf das ich irgendwie halbwegs reacte im Intro. Oder ich gebe einfach irgendwas auf YouTube ein, wie bist du dumm oder so und suche mir dann den ersten Clip raus, lade mir den runter und baue den dann ein. Hast du schon mal von einem Jumpscare oder ähnlichem dich so erschrocken, dass du dich verletzt hast oder etwas kaputt gemacht hast? Verletzt in dem Sinne nicht. Es gab mal ein Spiel, ich glaube Shadows 2 oder so. Das war eine Serie von Spielen, die hatten alles, was sie mit Horror versucht haben, so komplett random und kurios platziert, dass dich alles, was in dem Spiel geschehen ist, übelst erwischt hat. Ich weiß nicht wie, aber ich fand es genial. Viele haben das nicht so gefeiert, aber ich fand es genial. Und die hatten in einem dunklen Gang, den du lang gegangen bist, mal so einen Jumpscare. Der kam so komplett random. Alter, diese Schritte in der Dunkelheit. Die machen mich übelst fertig. Ah!
Aua! Aua! Das Spiel ist das letzte Arschloch. Und ich bin so hart zusammengefahren, dass ich 5 Minuten Schmerzen in der Brust hatte. Ich musste die Aufnahme kurz abbrechen. Ich habe so wie so kleine Sterne gesehen. Ich habe mich so krass erschrocken, dass mir mein ganzer Oberkörper wehtat. Meine Hände waren verzerrt, weil ich mich so verkrampft habe in dem Moment. Sowas habe ich bis dahin noch nie wieder erlebt. Das war echt finster. Krass. Kannst du denn danach doch wirklich weiterspielen oder bist du dann eher einfach fertig? Nee. Also vielleicht 1-2 Minuten Ruhe und dann ist aber alles wieder gut. Planst du vorher immer die Intros oder sind die meistens eher spontan? Oh, teils tatsächlich. Manchmal setze ich mich einfach vor den PC und labere irgendeinen Stuss. Und während ich das aufnehme und schon mal schneide, fällt mir irgendwas dazu ein, was ich dann noch ergänze. Und manchmal fällt mir im Verlaufe des Tages, ja, weißt du, kennst ja, stehst unter der Dusche, kochst oder sitzt eine Weile auf dem Klo. Und dann denke ich mir, genau das muss ins nächste Video. Und dann kommt das meistens auch rein. Schreibe ich mir das auf und dann ist das mehr oder weniger geplant. Kannst du mal einen Einblick in deinen typischen Tag als YouTuber geben? Das ist so der einzige Grund, warum ich jetzt irgendwie noch keinen Vlog gemacht habe über so mein Leben. Weil ich glaube, Leute stellen sich da immer was Krasses vor. Ich habe, glaube ich, den langweiligsten Alltag ever, Alter. Ich stehe auf, hasse mich kurz, putze Zähne, hasse mich weiter, gehe unter die Dusche, trinke einen Kaffee, setze mich vorm PC, frage mich, was ich heute spiele. Es ist Final Fantasy 14. Ja, und dann mache ich ein Video und livestreame oder gehe ins Bett und hasse mich weiter. Steuerberater ruft an, mault dich an, dass dieses oder jenes noch fehlt. Ach ja, das ist an, die kleinen, fragt dich, hey, sag mal, wollen wir noch mal darüber oder jedes sprechen? Überraschungsei des Tages. Was macht dir am meisten Sorgen oder wovor hast du Angst, was vielleicht passieren kann? Ich glaube, einer meiner Kindheitsängste war, und das ist jetzt komplett random, ist, dass ich mir einfach irgendwie in die Hosen mache. Also groß. Ist das heute auch noch so? Also ich würde jetzt, ich sag mal so, ich versuche es zu vermeiden im Endeffekt. Aber ich weiß nicht warum. Schön. Das war damals einer meiner größten Ängste. Ich habe einen Kollegen, nicht innerhalb der Firma, ich drop auch keinen Namen und so weiter, der mir mal erzählt hat, dass seine größte Sorge, Real Talk, immer war, dass er in Meetings vielleicht mal pupsen muss. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ich habe diese Sorge nicht, ich kann es aber nachvollziehen, weißt du? Ja, ja. Wie trinkst du dein Bier? Glas oder Flasche? Also, ich trinke mein Bier generell, also schlicht und ergreifend, also aus. Wie stehst du dazu, beziehungsweise denkst du darüber, dass dich Leute mit Malte shippen? Ey, ich find's ehrlich gesagt ziemlich frech, dass Leute die geheime Beziehung von mir und Walte... Wie heißt der nochmal? Nein, jetzt ist der geheime Beziehung führe. Nein, leak, alle ab, Alter. Dass die Leute die geheime Beziehung von mir und Malte jetzt auch noch öffentlich machen, ja? Das ist ein romantisches Ding zwischen mir und ihm. Und ich finde, das hat hier nichts zu suchen. Einen bekannten YouTuber, den du nicht magst, dessen Content du nicht feierst. Malte. Das lassen wir auch so stehen. Ihr müsst verstehen, diese Liebe zwischen denen, das ist mehr so eine Art Hassliebe. Das ist nicht so, dass sie sagen, Mann, geiler Content-Kollege, sondern eher so ein Bah. Was war die peinlichste Situation, die du hattest, wo du dich auch wirklich geschämt hast? Ich weiß nicht, ob es die peinlichste Situation war, aber ich habe einfach mal in der Schule spekuliert im Unterricht. Und da kommen wir wieder auf die Bohnen zu sprechen. Kennst du das, wenn du eigentlich, du hast so das Gefühl, ist es so ein leiser, sneakiger, der nicht riecht? Und manchmal ist es ja so. So einen, den du nicht verdächtigst, irgendwie böse zu sein. So einen ganz unschuldigen. Plot Twist war er nicht. Es waren die Trompeten von Jericho, Alter, die ich da abgelassen habe. Und es gab keine physikalische Möglichkeit, dass das nicht jeder im ganzen Klassenzimmer, vermutlich in der ganzen Etage gehört hat. Und ich habe es für meine Begriffe fast erfolgreich auf das Knarzen des Stuhles geschoben. Nein, keiner hat mir geglaubt. Hattest du, also er meint dich damit, ne? Schon mal Verkehr. Ich stand letztens eine ganze Weile im Stau auf der A9. Glaubst du, für diesen Gag gewinnst du den Grimme-Preis? Ach, den haben schon einige gewonnen, wo ich dachte, da muss ich echt los. Also so schwierig kann das nicht sein. Ja, das waren alle Fragen von deiner Community. Sehr schön. Schöne Fragen. Dankeschön auf jeden Fall, liebe Leute. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, lasst sie mich gerne unten wissen für das nächste Q&A. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht euch einen wunderschönen... Macht euch einen wunderschönen Sprachfehler und ich wünsche euch recht wenig Verkehr.